So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder Back to the Roots und ein Singleplayer-Game. Zwar ein Survival-Game, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich nicht gespielt. Aber ich möchte einfach mal wieder spielen und kommentieren, also Let's Play-mäßig, wie mein Ursprung eigentlich auch war. Und mal gucken, wie es bei euch so ankommt, was ihr dazu so sagt. Ihr könnt gerne natürlich in die Kommentare schreiben, ob ich eher dann wieder cutten soll, die Highlights, oder ob das so auch mal okay geht. Ich habe gerade schon versucht, die Musik etwas leise zu machen oder ganz auszumachen. Das funktioniert irgendwie beides nicht. Deswegen starten wir jetzt einfach mal mit einem neuen Spiel. Ich weiß noch nicht so mega viel über das Game. Es ist ein Singleplayer-Survival-Game mit Zombies und Banditen. Okay, hier kommt jetzt die Story. Also wir sind einer der wenigen Immunen zu diesem Nebel oder Virus oder was es ist. Und wir müssen uns jetzt quasi eine... Oh nee, komm bitte. Shit. Diese Sensitivity macht mich jetzt schon krank. Cancel. Ah, ich kann hier schlafen. Okay, eine Säge. Ein Rucksack. E-Pickup. Nehmen wir mal was zu essen, was zu trinken mit. Streichhölzer. Boah, diese Maus. Heftig, 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 heftig. Options, Controls, Mouse Sensitivity, 1. Ich hoffe, da tut... Ja, okay, wenigstens da tut sich was. Ich glaube auch, dass die Musik jetzt schon leise geworden ist. Ich hoffe es auf jeden Fall. Haben wir eine Karte? Ne, haben wir nicht. Also es gibt hier wilde Tiere, Bären. Es gibt Banditen in Form von Menschen, die einem eben nicht gut gesonnen sind. Und dann gibt es in der Nacht, kommen dann Zombies, glaube ich, oder in der Nacht werden die Zombies aktiver. Und wenn dieser Nebel kommt, dann geht's richtig ab. Dann sind die Zombies da und dann sollte man eben eher irgendwo sein, wo man in Sicherheit ist. Hier hat es einen Reifen. Das ganze Zeug brauche ich jetzt, glaube ich, am Anfang noch nicht. Wichtig für uns wäre es jetzt erstmal ein bisschen Zeug zu finden. Oh ja, okay. Empty Bottle. Ich glaube auch hier, das ist so nach dem System... Okay. Ach, das ist auch nochmal eine Flasche, die brauche ich jetzt auch noch nicht. Also, hier spawnt nichts nach. Das liegt hier dann irgendwie einmal rum. Kann ich hier rein? Das sieht nicht so aus, okay. Und... Ja, wir müssen uns jetzt im Prinzip eine Unterkunft oder irgendwas einnehmen und bauen. Hier so Autos, wo dann das Männchen drüber ist, die können wir dann auch fahren. Und jetzt müssen wir uns erstmal eine Unterkunft suchen oder irgendwo was suchen, wo wir leben wollen, wo wir uns unterbringen wollen. Hier kann ich nicht ran, also man kann nicht an jedes Auto ran. Hier ist ein Turm. Oh, Kugeln direkt. Das Inventar kann man sich erweitern, indem man Rucksäcke findet. Ich glaube, pro Rucksack sind es dann 2 weitere Slots. Und ja, wie gerade schon gesagt, ich will einfach mal wieder ein bisschen zocken, ein bisschen kommunizieren, mit euch reden, kommentieren einfach Let's Play-mäßig, wie auch so mein Ursprung war. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ob das gut ankommt oder ob das eher nicht so toll ist. Und hier finden wir direkt die Pistole. Ich glaube, das sind dann auch schon die Kugeln dafür. Eine Wasserflasche, ein Hunting Knife. Ich muss mich daran gewöhnen, dass E-Inventar ist und nicht, nicht Tab. Oh, hier haben wir direkt ein größeres Inventar gefunden. Jetzt haben wir jetzt quasi 2 Slots mehr. Muss auch gerade gucken, wenn wir die Pistole nachladen, ob dann die... Ich drücke immer Tab. Was ist Tab? Ah, das zeigt meinen Hunger an. Okay, so einen Koffer kann ich auch moven, okay. Also kann man sich den wahrscheinlich ins Lager packen. Ich drücke immer Tab, es ist so krass. Ich glaube, ich muss die Statusanzeige auf I setzen und andersrum auf Tab. Also Streichhölzer, wir looten mal jetzt hier noch. Was ist das? Metall? Kann man, glaube ich, nicht stacken. Also ich glaube, wir werden am Anfang am ehesten
einfach Lagerprobleme haben, bis wir unsere erste eigene Hütte haben. Ich glaube, hier unten kann man nicht ran, okay. Ist hier oben noch irgendwas? Nein. Aber genau das macht halt auch so ein bisschen das Survivor-Feeling aus. Wir müssen überleben, wir müssen uns drum kümmern, wie wir überleben. Und ja, kann auch mal ohne PvP sein, also ohne PvP mit eben anderen Spielern. Was ich jetzt schade fand, ist, dass man... Okay, was ist das? Blueberry? Die kann ich, glaube ich, auch essen. Oh, Tab ist so hart. Tab macht mich richtig fertig. Drückt die ganze Zeit Tab. Was schade ist, dass man es eben nicht im Koop-Modus spielen kann. Das wäre vielleicht noch ganz nice. So Woods-mäßig oder... The Forest, nicht Woods. Aber wir gucken jetzt einfach mal, dass wir ab und zu vielleicht hier mal eine Runde spielen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben oder anhand der Daumen zeigen, ob ihr da Bock drauf habt oder eben nicht. Ich bin auch durch ein YouTube-Video drauf aufmerksam geworden, auf dieses Game hier. Und ja, vielleicht kriegt ja der ein oder andere auch Lust drauf. Das Tab macht mich richtig fertig. Ich muss, glaube ich, echt die Tasten umbelegen oder ich muss mich so dran gewöhnen, I zu drücken. Hier kommt man nicht rein, okay. Gut, hier liegt jetzt ein Haufen Zeug rum. Ich weiß doch gar nicht, ob das mega wichtig jetzt für uns ist, das ganze Zeug mal mitzunehmen. Oder eher zu sagen, Can of Fruit, das würde ich jetzt lieber mal mitnehmen als so ein Hard Stick vielleicht. Oder zu sagen, ein Lashing, also ein Seil. Was habe ich denn jetzt hier alles? Eine Säge. Berries kann ich, glaube ich, gleich mal eaten. Kriege ich ein bisschen Stamina. Okay. So, ein Riegel. Wir haben keine Karte oder irgendwas. Also, soweit ich das weiß oder auch in einem Video gesehen habe. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwo eine Unterkunft suchen. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier quer durch den Wald zu laufen. Auf wen wir hier treffen oder wen auch nicht. Ich kenne die Map auch nicht wirklich. Da drüben ist ein Anhänger. Es wäre wichtig, erstmal einen Startpunkt zu haben, wo wir unsere Sachen unterbringen können, wo wir auch vielleicht nachts schlafen können zum Erholen. Deswegen, ich gehe jetzt einfach mal den Weg nach, in der Hoffnung, ein bewohnbares, sicheres Haus zu finden. Wir müssen aufpassen, der Nebel kann auch tagsüber kommen. Dann wird es, glaube ich, richtig spannend. Die Zombies hier sind auf jeden Fall relativ heftig. Und wenn man hier... Also man stirbt ja auch relativ schnell. Von dem her sollten wir jetzt hier erstmal nicht auf Konfrontation aus sein. Vor allem, wir haben auch, glaube ich, noch nichts, wo wir uns irgendwie bandagieren können. Hier liegt ein Baum quer über die Straße. Ich hoffe, das begrenzt jetzt nicht die Map. Und ich bin hier umsonst hergelaufen. Sieht aber irgendwie danach aus. Scheiße. Gehen wir lieber mal zurück. Ja, das mit der Musik haben die immer noch nicht gefixt. Also hier läuft immer so ein Hintergrundmusik, also so ein eben Vogelgezwitscher, Wind ab. Das ist dann kurz ruhig und dann fängt es einfach wieder von vorne an. Ist ja auch noch eine Open Alpha, ist das aber auch, glaube ich, schon wieder so typisch so eine, hab ich gerade Steps gehört? So eine ewige Alpha vermutlich, wo, weiß ich nicht, ob die mal rauskommt. Typischer Early Access halt, was es ja nicht schlecht machen muss, wenn dauerhaft an dem Spiel gearbeitet wird, während Leute dran spielen, kann das ja auch positive Aspekte haben. Mein Stamina ist gerade relativ leer gegangen. Ist da hinten ein Haus? Hab ich da gerade was gesehen? Ich laufe hier relativ planlos durch die Gegend. Von dem her schauen wir mal, wo es uns hinführt. Hoffentlich nicht zu einem Bär oder... Ich hoffe auch nicht, dass jetzt hier direkt ein Nebel kommen wird, der uns das, die Hölle heiß macht. Muss auch ein bisschen mit dem Stamina gucken. Es lädt sich echt relativ langsam auf. Da ist ein Haus. Wenn das direkt bewohnbar wäre, würde ich das wirklich tatsächlich erstmal nehmen und darauf ausbauen. Oder generell, ich weiß auch nicht, wie sicher man jetzt in den... Okay, jetzt war gerade wieder dieses Soundschema da.
Kann natürlich auch sein, hier sind Zombies drin. Im schlimmsten Fall irgendwelche Banditen. Hier ist schon unser Wohnwagen und Auto. Kann ich jetzt... Ja, okay, okay. Ich kann das jetzt für mich nehmen. Shelter Command. Base Settings make this to your active base. Okay. Machen das jetzt auf unsere... Ah, das ist jetzt unsere Base. Ist schon sehr nice, okay. Also wir haben jetzt schon mal einen sicheren Untergrund. Ich glaube, die Hütte ist generell schon mal ziemlich nice. Ist hier Loot drin? Hier ist schon massenhaft Loot. So, dann packen wir erstmal rein. Wir haben ein bisschen Seile, Bretter. Hammer werden wir jetzt unterwegs, glaube ich, noch nicht brauchen. Metall auch nicht. Kann man das stacken? 7, nice. Ich werde auch erstmal, glaube ich, die Pistole... Ach, hier muss... Ach so, weil ich die in der Hand habe, oder was? So, jetzt kann ich die hier reinpacken und die Munition dazu. 0,38 Liter, das sollte erstmal reichen. Was ist das hier? Beef Can. Okay, dann lassen wir das mal im Inventar zum Essen. Eine Säge brauche ich jetzt unterwegs, glaube ich, auch erstmal nicht. Streichhölzer lasse ich auch hier. Kann man das stacken? Ah, das wäre natürlich jetzt nice. So. Ah, jetzt war gerade wieder dieser Soundwechsel. Okay, nice. Wir haben jetzt hier schon mal eine Bude, die uns Sicherheit verspricht und einen Unterkunftsort. Sehe ich die jetzt auch irgendwie auf der Map oder muss ich da mehr oder weniger... Ah, okay. Hier habe ich Wasser zum Lagern. Muss ich die jetzt... Muss ich jetzt wissen, wo ich hinlaufe und... Hier habe ich natürlich nichts, schade. Und dass ich hier wieder herfinde. Dann würde ich sagen, wir suchen mal in der näheren Umgebung. So Branches und sowas werden wir jetzt schon, denke ich mal, brauchen. Um dann auch Werkzeug gegebenenfalls zu craften. Hier ist ein Feuer. Damit kann ich vielleicht dann meine Base wieder finden, wenn es mal dunkel ist. Ich muss mir echt nur merken, wo ich lang laufe, als hier diesen Trampelpfad nach hinten, den man kaum als Trampelpfad erkennt. Und hier, das habe ich gesehen. Ein bisschen Branch. Ich weiß nicht genau, was man daraus alles bauen kann, aber ich glaube auch Zunder zum Beispiel, um ein Feuer nachher zu machen. Und auch, glaube ich, Schnüre. Deswegen nehme ich da jetzt erstmal ein paar mit. Ich hoffe, die kann man schön stacken. I. Ja, das erste Mal I getroffen. 16 Stück. Okay, komm, dann nehmen wir noch ein paar mit. Ich will jetzt möglichst ein paar Sachen sammeln, dass ich in der ersten Nacht vielleicht schon mal ein bisschen was arbeiten kann. Ich weiß nicht, ob ich mich in der Nacht dann raustraue. Bevorzugt am Anfang. Müssen dann aber auch relativ schnell auf Nahrungssuche gehen. Steine und sowas müssen wir hier auch finden. Äste. Und ich darf natürlich nicht vergessen, wo meine Base ist. Kann jetzt natürlich auch sein, ich habe hier relativ einen schlechten Punkt gewählt. Aber das ist dann halt jetzt so. Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass wir über die ersten Nächte kommen. Ey, ich sehe hier nichts auf dem Boden liegen irgendwie. Hier was? Steine? Ah, okay. Pick up Stone. Stackt sich, oder? Jo. Stone. Ja, okay. Jetzt sehe ich die Stones. Jetzt muss man ein bisschen drauf achten. Ich werde jetzt hier nochmal vorbeigehen. Ich glaube, ich war hier vorher schon. Ich bin hier so ein bisschen im Kreis gelaufen. Das ist aber nicht schlimm. Weil jetzt kann ich hier noch Sachen einsammeln. Die stacken sich, oder? Jo, nice. 6 Steine. Ich weiß noch nicht, wozu wir alles brauchen, aber das werden wir dann sehen. Hier den Stock nehme ich mal mit. Vielleicht kann ich mir eine Axt draus bauen. Hier war noch einer. Schlafsack. Gibt es hier noch irgendwelche Materialien? Pick-up. Feder. Ach so, da liegt eine Feder oben drauf. So, ein Riegel. Brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt. Ich brauche, glaube ich, erstmal, denke ich, Metall zum Craften. Hier ist noch ein Stock. Stein vielleicht zu einer Axt zu machen. Ich bin mir nicht sicher, wie man das Werkzeug craftet. Also wir gehen da ein bisschen zusammen rein. Wer das Spiel schon kennt, nervt sich jetzt vielleicht bei der einen oder anderen Sache und sagt, oh Mann, da ist doch das und da ist doch das und wie, pipapo. Das ist dann halt jetzt leider so, für alle anderen, die das Spiel mit mir erkunden wollen,
Jo, viel Spaß. So. Jetzt bräuchte ich wahrscheinlich, müsste ich jetzt... Ein Ast. Müsste ich jetzt auch irgendwie erstmal... Leaf. Eine Axt oder irgendwas finden. Ich weiß nicht, ob man die sich so jetzt einfach so craften kann ohne Metall. Muss mir so auch so ein paar Hotspots hier merken, dieser Anhänger. Führt dann, glaube ich, nach dahin. Ich darf mich nicht verlaufen. Ist da jetzt meine Bude? Jo, da sieht es danach aus. Ja. Ich muss mich jetzt so mal Stück für Stück in der Umgebung herumschauen. Schade, dass ich jetzt kein Auto habe vor der Base, wo ich Sachen unterbringen kann, weil ich habe schon, glaube ich, jetzt das Problem, dass hier in der Base schon alles voll ist, was ich unterbringen kann. Federn, Blätter kann ich stacken, glaube ich. So, Äste habe ich, Steine habe ich, oder kann ich 8 nur stacken? Ich weiß noch nicht, ob ich die jetzt einfach hier auf den Boden schmeißen kann oder ob die dann despawnen, die Sachen. Wäre auch mal interessant zu wissen. Trinken und alles ist da. Ja. Ah, eine Säge. Kann ich mit der Säge Holz fällen? Kann ich mit der Säge einen Baum fällen? Befürchte nicht. So. Habe ich noch ein bisschen Platz? Ich habe noch 2 Plätze. So war das gerade. Ich bin schon so ein bisschen paranoid, aber ich kann hier mal nach vorne laufen. Da muss ich ja auch aufpassen. Pick up Leaf. Jetzt habe ich einen Platz wegen Leaf. Okay. Egal. Ich guck mal da vorne. Da ist mir, glaube ich, vorher vorbeigekommen. Wurde gestartet. Also hier hat es doch einiges in der Umgebung, was ich erkunden kann. Hier war ich noch nicht, glaube ich. Scrap Metal. Rifle Armor brauche ich jetzt eh noch nicht. Rex bin ich voll. Okay, jetzt muss ich gucken, was ich eben mitnehmen möchte. Empty Bottle brauche ich jetzt auch noch nicht. Tomatensauce kennen brauche ich auch noch nicht. Blumsklo kann man natürlich brauchen. Empty Bottles. Was ist das? Lashing kann ich jetzt auch noch nicht mitnehmen. Ah, okay, hier, nice. Sehr geil. Okay, die muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Dafür lasse ich jetzt mal die Steine da. Ich hoffe, das bereue ich nachher nicht. So, dann gehen wir mal zur Basis zurück und fällen mal unseren ersten Baum, würde ich sagen, solange es noch hell ist. Ich weiß, es ist mitten am Tag, so wie es aussieht. Aber wir können auch mal gucken, was so ein Schrank kostet zu bauen. Steine kann ich jetzt nicht mitnehmen. Okay, aber habe ich hier dann auch zu Genüge außenrum. Wir schauen jetzt mal, ob wir einen Schrank schon craften können. B ist, glaube ich, Crafting. So, aus. Muss mich hier außen mal zurechtfinden. Gibt es hier irgendwie Lagermöglichkeiten? Oder kannst du hier so ein ganzes Haus bauen? Okay, krass. Okay, oh, das wird nice. Ich bin echt gespannt. Hier gibt es 2 Wood. 4 Metal Scraps sollten wir die haben. So, Metal Scraps haben wir. Nice. Und Holz hatten wir, glaube ich, auch dabei. Das Blatt können wir hier rein. So, B war das. Ah, diese Soundeffekte, die trollen noch ein bisschen. Oder ist das billiger? Ne, ist, glaube ich, erstmal. Small Container could store some items, but could not prevent thieving. Okay. So, dann Place Item, Rotate. So, dann packen wir das mal hier daneben hin. Ah, ich muss das Start Building jetzt... Ah, jetzt geht die Zeit rum. Also, je schwieriger die Sachen sind zum Bauen, desto länger braucht es dann. Ich würde jetzt hier mal das Baumaterial reinpacken. Äste... Damit wir für die Nacht was zu tun haben. Also, was heißt Baumaterialien? Craft-Materialien. So, Essen ein bisschen. 2. Hier ist jetzt, hier noch Baumaterialien. Hammer, Seil. Was ist das? Sewing Kit, okay.
Streichhölzer, die können wir mal hier drin lassen. So, Werkzeug, Sewing Kit, Schnur, Metall. Okay, dann sind wir voll. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir fällen mal den ersten Baum. Gucken wir mal, was passiert. Ich hoffe, der fällt jetzt nicht allzu weit weg. Und die Axt hebt noch ein bisschen was aus. Es kommt, glaube ich, auch jetzt Rinde, fällt wieder ab und Äste. Hä? Okay, jetzt fliegt er endgültig oder was? Okay. Okay, Blätter fallen hier auch runter. Was habe ich hier? Woodlocks, da kann man natürlich ein paar tragen, ist überhaupt kein Problem. Ah, gut, nice. Wie viel haben wir jetzt? Ah, okay, 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 okay. So, dann werde ich die mal hierher packen. Drop, 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 drop. Ah, ein Bärchen haben wir auch. So, dann werde ich mal noch einen fällen. Ich weiß noch nicht, ob die irgendwie nachspawnen oder... Müssen wir jetzt alles mal zusammen rausfinden. Ast noch. Bin schon mal froh, dass wir jetzt eine Unterkunft haben, wo wir die Nacht auf jeden Fall verbringen können. Und uns hier gemütlich alles aufbauen können. Ah, diese Soundeffekte machen schon irgendwie kirre ein bisschen. So, nice. Ah, okay, wächst der dann vielleicht nach, oder? Wenn ich den jetzt quasi, nicht fälle, bleibt der stehen, wenn ich das richtig... Und dann wächst der vielleicht sogar nach. Müssten wir mal beobachten. So, lassen wir den mal stehen. So, packen wir hier wieder hin, schön unsere... ganzen Bäume. Ich hoffe, die spawnen nicht. Ja, brauche ein bisschen Material zum Arbeiten. Ich denke, der wird danach wachsen. Das wäre natürlich wichtig. Ich will ja jetzt nicht alles um mich rumroden und dann irgendwann zu sagen, okay, kacke, wir haben keine Hölzer mehr. Ich bin mal gespannt, wie lange die Axt hebt. Ich werde gleich mal gucken, wie viel Prozent die noch hat. Stamina geht auch gut runter beim Baumfällen, aber das ist ja irgendwo nachvollziehbar. Aber ich denke, wir haben fürs erste Mal gut was zum Bauen. Oh, geht es kaputt oder was? Für die erste Nacht zum Rausfinden. Schön, ein paar Holz. Holz. Da müssen wir dann, glaube ich, mit der Säge Bretter draus machen. Das werden wir auf jeden Fall gemeinsam rausfinden. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr das Game schon mal gespielt habt oder wie es da aussieht. Komm, ich nehme jetzt mal ein paar mit rein. Wollen wir die Säge? Hier nicht. Hier ist Essen drin. Blätter. Packen wir jetzt auch mal hier zu. Können wir auch mal eben das Essen reinpacken. Kann man auch nicht stacken, okay. Das lasse ich mal als Notfallreserve drin, falls wir das vergessen sollten. Das muss ich jetzt hier rein, die Säge, und dann auf 3, oder was? Oder die brauche ich nur im Inventar wahrscheinlich. Okay, habe ich den gerade hingestellt? Ich habe den schräg hingestellt, okay. Nee, never mind. So, jetzt habe ich Holz. Ne, Basic Fire will, oder eigentlich könnte man Basic Fire bauen. Mit den Tasten noch ein bisschen problematisch. Wie kann ich denn jetzt hier Holz produzieren? Basic Fire. Brauchen nur 5 Äste, aber dann brauche ich irgendwas, um das anzumachen. Ah, ich brauche einen Stump oder was? Okay. Den können wir da draußen hier hin machen. Hier zu unserem Holz.
Startbild 15 Minuten. Hiermit kann ich dann Feuerholz machen, oder was? Wobei ich jetzt auch erstmal gar kein Feuerholz brauche, sondern Bretter. Die mache ich jetzt wie? Drop. Ne, ich will es nicht droppen. B. Baumaterialhäuser. Oh, Lichter, okay. Ah, da bin ich mal gespannt drauf auf Pflanzen und alles. Mega nice eigentlich. Bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Aber erstmal beschäftigt mich, wie man hier... Achso, vielleicht muss ich mit der Säge interagieren. Nee. I. Ah, hier. Craft Time 45 Minuten. Okay, dann mache ich jetzt erstmal 2,5 Stunden lang Bretter. Dann wird es vielleicht dunkel. Oh, scheiße. Ist der Nebel gekommen? Ich habe gerade gedacht, der Nebel ist gekommen und ich habe die Tür hinter mir offen. Ich weiß nicht, ob die dann reinkommen. Nochmal pauschal mal zumachen. Hier ist so Befestigungen, die kann man dann wieder ausbauen. Falls die Banditen einen angreifen. 85%. Okay, jetzt habe ich mal ein paar Bretter. Baumaterialien haben wir hier reingepackt. Federn. Jo, ich habe auf jeden Fall schon Platzprobleme. Aber das ist nicht schlimm. Streichhölzer haben wir auch. Blätter haben wir hier. Haben wir die in dem anderen Schrank auch? Nein, haben wir nicht. Wie viel hat jetzt Prozent meine Axt? 93, okay. Das heißt, die hebt auf jeden Fall eine Weile. Das ist gut. So, okay. Wenn wir uns jetzt hier ein Feuer machen, müssten wir das jetzt... Campfire, 8 Steine und 16 Brems. Dann lass uns das doch mal machen. Steine haben wir ja irgendwo genug. Ich würde es vielleicht sogar hier vor der Haustür machen. Dass wir draußen ein bisschen arbeiten können. Oder meint ihr, wir sollen das Feuer drin machen? Ich glaube, vielleicht erstmal drin, damit wir Licht haben. Ich packe das hier mal in den Eingang. 10 Minuten. Ist ganz cool gemacht, glaube ich, mit der Zeit, dass man dann eben das baut und dann geht wirklich hier in dem Game die Zeit rum. Natürlich verschnellt, aber im Endeffekt geht sie. Quick Fuel Firewood einmal. Destroy Campfire Interact. Okay, wir brauchen jetzt quasi Brennholz. Dann wird es interessant, weil wir, glaube ich, Interact Firewood. Craft Time 2 Minuten. Craft Yourself, okay. Hier haben wir jetzt Firewood 5-mal. Machen wir nochmal eine Ladung. Dass wir was für die Nacht haben. Wenn überhaupt wir das jetzt ankriegen. Also wir haben ja Streichhölzer, aber ich weiß nicht, ob man hier dann so Ignite Success Rate, also man braucht hier Benzin oder irgendwas. Du brauchst Streichhölzer auf jeden Fall. Da haben wir, glaube ich, gar nicht so viele. Wo haben wir die? 2-mal. Das muss man jetzt quasi hier reinpacken. 2-mal kann man hier zünden, aber es ist 100% oder was? 0%. Okay, also braucht man noch, ich glaube, von dem was. Jetzt haben wir 60% Acceleration. Was kann man jetzt hier noch reinpacken zum Beschleunigen? Haben wir nichts da wahrscheinlich. Okay. Schnur. Geht da Stoff? So, als Brandbeschleuniger? Nee, natürlich nicht. Okay, dann packen wir den Stoff wieder rein. Äste, wie viel kann man hier stacken? Okay, die lassen sich gut stacken, das ist gut. Holz 8-mal. Brennholz haben wir ein bisschen. Haben wir die Äste, kann man noch stacken. So, dann nehme ich mal den Hammer noch in die Hand. Nägel müssen wir, glaube ich, irgendwie auch craften.
Okay, aber das jetzt, ich kann jetzt hier probieren, das Feuer zu entfachen mit der Rinde und den Streichhölzern, aber ich habe eine 60% Wahrscheinlichkeit, dass es halt brennt oder halt nicht. Und ich kann das Ganze zweimal machen, so wie ich das verstanden habe. Von dem her ist es schon ziemlich tricky. Dehydration, okay, ich brauche Wasser. Dann trinken wir mal. Drink until enough. Ich trinke jetzt, ja, bis halt genug ist oder die Flasche leer ist. Die kann ich dann, glaube ich, auch nachher wieder mir Wasser besorgen. Beziehungsweise eben durch sowas hier. Water Purification. Dann brauchen wir ein Bucket. Okay, also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Haufen Baumaterialien. Workbench. Okay, ich denke jedes Mal, wenn die Musik ausgeht, jetzt ist es vorbei. Immer noch Bärchen. Bretter packen wir jetzt mal rein. Wir werden jetzt mal nochmal lostigern. Nicht zu weit. Wo ist die Sonne? Ist noch, also es wird schon Spätnachmittag vermutlich sein. Leaf. Gehen wir nochmal hier runter. Ich glaube, hier ging es zu diesem Camping. Jo. Schauen uns hier nochmal um. Ein paar Steine können nicht schaden. Da drüben sind auch nochmal Fahrzeuge. Ich suche jetzt hier nochmal ab, ob es hier noch irgendwo was gibt. Hier Metall. Alles, was wir zum Craften brauchen könnten für die Nacht, will ich jetzt nochmal mitnehmen. Rifle Armor. Gut, die brauchen wir jetzt eigentlich noch nicht. Stoffe weiß ich noch nicht, wie viel wir davon brauchen. Aber wir nehmen es mal mit. Seil nehmen wir auf jeden Fall noch mit. So, ein Stein. Können wir stacken. Müll ist nichts. Flaschen brauchen wir soweit. Ich weiß es noch nicht. Hier hat es nochmal ein Seil. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Dann schauen wir nochmal kurz darüber. Ist das Nebel? Nee. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich warte immer, dass diese gefährliche Musik quasi anfängt. Das heißt dann, dass der Nebel eben kommt. Weil hier ist gerade schon relativ neblig. Das verunsichert mich gerade etwas. Hier kann man nichts mit anfangen. Okay, hier ist jetzt voller Kalte. Komm hier rein. Leaf, Trunk. Zigaretten. Okay, ich nehme die mal mit. Keine Ahnung, wofür wir die brauchen. Open Hood, hier ist Benzin drin. Ich habe aber nichts zum Abfüllen. Damit wäre es natürlich ein leichtes, Feuer anzumachen. Ich glaube, wir sind hier auf dem Hügel oben. Wenn ich gleich zurück muss. Hier unten sind noch Häuser, das ist auch gut. Da können wir dann vielleicht am nächsten Tag mal hingehen. Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Das ist jetzt quasi Sachen nachspawnen irgendwann mal, aber ich befürchte leider nicht. Das heißt, was wir einmal gelootet haben, ist eben dann auch weg. Das können wir mitnehmen. Was ist das? Boost. Drink for temporary to reduce pain. The boost could be refined into pure alcohol for making bandages. Also crafting or Molotov. Okay, Alkohol. Auf gut Deutsch, denke ich mal. Sind hier drin Sachen? Nee. Ja. Gehen wir mal kurz noch weiter. Ein Stückchen. Allzu weit traue ich mich jetzt noch nicht. Okay, die Musik fängt wieder normal an. Könnte es jetzt nämlich auch sein, dass in den Häusern schon Zombies sind oder irgendwas. So, haben wir hier noch was. Die Munition können wir mitnehmen. Eine Bandage können wir auf jeden Fall mitnehmen. Rifle Armor können wir jetzt eigentlich auch... Ne, haben wir liegen gelassen. Ja, dann lassen wir das auch erstmal liegen hier. Brauchen wir jetzt einfach noch nicht. Wir haben ja noch nicht mal einen Rifle von dem her. Hier gibt es auf jeden Fall viele Autoteile, hoffe ich. Kofferraum kann ich auch nutzen, dann um quasi mal zwischenzulagern, wo ich dann hier zwischenlagern kann, um weiterzukommen. Eine Autobatterie brauche ich jetzt auch noch nicht. Also man kann sich dann auch hier noch ein Auto später zusammenbauen mit den ganzen Teilen. Und damit eben fahren, aber das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ein Baseballschläger. Jetzt ist hier noch interessante Sachen. Essen, das ich nicht nehmen kann. Hat sie Zombies drin? Electronic Parts. Okay, ich bin schon voll, wie ich gerade merke.
Was kann ich denn mal droppen? Ich eat jetzt mal diese, die nicht wirklich was an Hunger gebracht haben, sondern eher eigentlich an meiner Ausdauer. Rack, haben wir noch Platz? Tomato Sauce Can. Also ich glaube, wir müssen dann doch relativ schnell Duct Tape, das würde ich fast schon behaupten, brauchen wir ziemlich sicher. Ziemlich schnell drum kümmern. Ich glaube, ich brauche die Zigaretten jetzt erstmal weniger als ein Duct Tape. Electronic Parts können wir auch stacken. Metall noch. Also wir brauchen relativ schnell irgendwas, was uns Boots, kann ich schneller laufen? Das ist mir eigentlich relativ wichtig. Die Steine kann ich auch so aufsammeln. So, dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt mal auf den Weg zurück. Hier können wir ja später nochmal herkommen. Ich muss jetzt hier vor an die Straße und dann links hoch und dann wieder rechts. Und dann gucken wir mal, was wir uns so zusammen craften können in der ersten Nacht. Wichtig auf jeden Fall, dass wir schon mal eine Axt haben. Und auf jeden Fall was zum Looten und noch herauskundschaften hier in der näheren Umgebung. Und in der weiteren Umgebung natürlich auch noch mehr als genug. Die Map ist, glaube ich, ziemlich groß. Kein Plan wie groß, aber groß eben. So. So, dann machen wir uns hier mal rein. Jetzt werde ich mal speichern. Es gibt ein Safe-Game, aber man kann eben zwischendurch speichern. Das ist ganz hilfreich. Und dann würde ich mal sagen, jo, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob euch das gefällt, so ungeschnitten, oder ob man dann doch eher zusammenschneiden soll oder wie auch immer. Und dann sage ich, jo, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.